Der Musikvertrieb SpinUp schmeißt bis Mitte Juli quasi fast alle Künstlerinnen und Künstler einfach raus und löscht die Musik, wenn man nicht rechtzeitig wechselt. Was das für dich bedeutet, wenn du bei SpinUp bist und was du jetzt tun solltest, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Yannick von Artistent. Wir helfen MusikerInnen dabei, sich auf eigene Faust eine nachhaltige Karriere aufzubauen und mit ihrer Musik die Welt zu verändern. Deshalb findest du auf unserem Kanal Videos zu sämtlichen dafür relevanten Themen, viele praktische Tipps und echtes Insiderwissen. Und es wird jede Woche mehr. Also, falls du es noch nicht getan hast, dann lass doch unbedingt ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber ab zum heutigen Thema. Ich habe gestern innerhalb von kürzester Zeit einige Nachrichten aus der Community bekommen, dass sie eine E-Mail von SpinUp bekommen haben. Für alle, denen SpinUp nicht sagt, das ist ein digitaler Musikvertrieb, über den MusikerInnen ihre Songs auf Spotify, Apple Music und Co. hochladen konnten. Bis jetzt zumindest. Gestern ging anscheinend eine E-Mail an die ganzen Kunden raus, dass sie den Service zum 19. Juli einstellen. Also heute genau in 2 Monaten. Dann wird SpinUp von einem, Zitat, offenen Do-It-Yourself-Digitalvertrieb zu einer kuratierten Plattform, über die Musik veröffentlicht und entdeckt werden kann. Im Klartext heißt das, dass sie die Verträge von so gut wie allen Kunden zum 19. Juli kündigen und die Musik dann nicht mehr vertrieben wird. In 2 Monaten werden dann wohl nur noch ausgewählte Artists über SpinUp veröffentlichen können. Den Part mit kuratierter Plattform, über die Musik entdeckt werden kann, verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz, aber das werden wir dann wohl bald herausfinden. Für alle Künstlerinnen und Künstler, die über SpinUp ihre Musik veröffentlicht haben, ist das natürlich erstmal ein kleiner Schlag ins Gesicht. Wie gesagt, mich haben wirklich einige besorgte und verärgerte Nachrichten erreicht. Ich persönlich war noch nie ein großer Fan von SpinUp wegen deren Kostenmodell, aber das ist jetzt schon eine ziemliche Scheißaktion, finde ich. Die Strategie von einem Unternehmen zu ändern ist ja völlig in Ordnung, aber dann mache ich das entweder auf einer separaten Plattform oder lasse den Künstlern entsprechend viel Vorlauf. 2 Monate ist schon eine sehr kurze Zeit. Aber bevor ich dir jetzt dann gleich sage, was du tun solltest, falls du bei SpinUp bist, als allererstes mal keine Panik. Wenn du jetzt richtig handelst, wirst du weder deine Songs noch deine Streams oder auch irgendwelche Einnahmen verlieren. Es ist zwar definitiv eine blöde Situation und noch eine viel blödere Aktion von SpinUp, aber für dich wird das keine Nachteile haben. Bist du ein Kunde bei SpinUp? Schreib's gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn du bei einem anderen Vertrieb bist, dann lass uns das auch gerne mal wissen. Das hilft den anderen aus der Community sicherlich weiter. Was solltest du jetzt aber tun, damit du gut aus dieser Sache herauskommst? Als allererstes ist wichtig zu wissen, dass du weiterhin an dein Geld von SpinUp kommen wirst. Du kannst noch bis zum 19. Juli 2023, also ein Jahr lang, auf deinen Account zugreifen und die Einnahmen abbuchen. Auch eben die Einnahmen, die jetzt dann in den nächsten Monaten erst eintreffen. Da brauchst du dir also keine Sorgen machen. Für dich heißt es jetzt aber definitiv als nächstes einen neuen Musikvertrieb suchen und deine Songs dorthin umziehen. Ich sitze gerade schon an einem Video zum Thema Vergleich von Musikvertrieben, das ist aber leider noch nicht komplett fertig. Diese Situation hat mich jetzt auch sehr überrascht. Ich will dir also jetzt noch keine endgültige Empfehlung für eine gute Alternative geben, weil ich eben noch nicht alle Vertriebe verglichen habe. Grundsätzlich bin ich aber ein großer Freund von sogenannten Flatrate-Modellen. Bei Vertrieben mit dieser Art an Kostenstruktur zahlst du jährlich einen gewissen Betrag und kannst dafür dann so viel hochladen, wie du willst. Das lohnt sich bei einer regelmäßigen Release-Strategie, welche ich dir empfehlen würde, schon sehr schnell. Wenn du also pro Jahr mindestens 3 bis 4 Singles veröffentlichst, dann kommst du mit diesem Modell definitiv am günstigsten raus. Natürlich kannst du mit dem Modell dann auch noch mehr Songs releasen und darüber hinaus auch noch verschiedenste Sonderversionen deiner Musik. Zum Beispiel Akustikversionen, Pianoversionen, Live-Mitschnitte, Remixe und vieles mehr. Du bist durch so ein Flatrate-Modell also sehr frei und kannst das volle Potenzial von Spotify und Co. ausnutzen. Aktuelle Beispiele für Vertriebe mit so einem Modell sind DistroKid oder Artistfy. Zu beiden habe ich bisher fast nur Gutes gehört, die kannst du dir also gerne mal anschauen. Aber wie gesagt, ein detailliertes Video zu diesem Thema versuche ich so schnell es geht nachzureichen. Vielleicht tut sich ja auch noch eine bessere Alternative zu diesen beiden auf. Ich habe da noch ein paar interessante Anbieter im Petto, die ich noch nicht genau verglichen habe. Wenn du dir dann aber einen neuen Vertrieb ausgesucht hast, dann ist der Umzug deiner Songs wirklich kein Problem. Und wie vorhin schon erwähnt, verlierst du dadurch auch keine Streams oder so. Dafür sind einfach nur ein paar Schritte notwendig, die du durchgehen musst. Erstens, notiere dir alle Daten, Metadaten deiner Releases von SpinUp und lade die Originaldateien runter. Zu diesen Daten gehören zum Beispiel der Titel, das Veröffentlichungsdatum der Releases, die UPC-Codes und ganz, ganz wichtig auch die ISRC-Codes deiner Songs. Das sind 12-stellige Codes, die in etwa so ausschauen.
Bei SpinUp findest du diese Infos ganz einfach in der Release-Übersicht. Diese Daten sind wirklich essentiell, damit die Streaming-Anbieter deine Songs zuweisen und die Streams auch übertragen können. Außerdem sind wie gesagt die Originaldateien wichtig, weil du genau die gleichen Audiodateien sowie das gleiche Artwork für die neuen Uploads verwenden musst. Bei SpinUp findest du hierfür bei deinem Release jetzt einen Button mit dem Titel Download. Zweitens, mach dir einen Account bei deinem neuen Musikvertrieb. Drittens, jetzt lädst du die Releases bei deinem neuen Vertrieb genauso hoch, wie du es damals bei SpinUp gemacht hast. Wichtig ist hier, wie gesagt, dass du wirklich genau die gleichen Daten, Dateien und Codes verwendest. Einfach 1:1 wie damals beim Original-Upload sozusagen. Nur so kann Spotify zum Beispiel das Ganze im Hintergrund abgleichen und nur so bleibt auch alles so, wie es jetzt ist und deine Streams gehen nicht verloren. Achte hier wirklich darauf, dass du alle benötigten Daten genau gleich angibst. Ansonsten wird eventuell ein komplett neuer Release erstellt und du fängst damit wieder bei Null an. Das muss nicht sein. Schau einfach mal, welche Daten du bei deinem neuen Vertrieb angeben kannst. Gerade die ISRC-Codes sind eigentlich sehr, sehr wichtig und solltest du immer angeben können. Falls zum Beispiel der UPC nicht benötigt wird oder du hier keine Möglichkeit hast, diesen einzugeben, dann brauchst du dir da erstmal keine Sorgen machen. Schau einfach, welche Daten du alles angeben kannst und nutzt dann wirklich die Daten von dem Original-Release. Viertens, jetzt wartest du ein bisschen, bis dein neuer Vertrieb die Musik veröffentlicht hat und dann kannst du die Releases bei SpinUp löschen. Um hier bei diesem Prozess allgemein sicher zu gehen, würde ich vorab einmal kurz mit dem Support deines neuen Vertriebs in Kontakt treten und das Ganze abstimmen. Die Leute können dir dann genau sagen, worauf du hier vielleicht bei diesem Vertrieb besonders achten musst und wann der richtige Zeitpunkt ist, die alten Releases zu löschen. Je nach Vertrieb gibt's da nämlich unterschiedlich lange Vorlaufzeiten. Lass dir also damit nicht unendlich Zeit, sondern versuch das relativ zügig in Gang zu setzen. Und das war's dann auch eigentlich schon. Dann hast du deinen Vertrieb gewechselt und deine ganzen Streams und Co. behalten. Nimm dir für diesen Prozess wirklich genug Zeit, dass du hier nichts vergisst. Wie gesagt, du hast noch 2 Monate dafür, das reicht dir locker aus. Normalerweise ist das ein Prozess von maximal 2 Wochen je nach Vertrieb. Also keine Sorge und keine Hektik, mach das Ganze lieber bedacht und überstürze nichts, aber warte jetzt auch nicht bis auf den letzten Drücker. So viel jetzt aber erstmal zu diesem Thema und für dieses Video. Eigentlich sollte heute ein ganz anderes Video rauskommen, aber ich wollte jetzt einfach nochmal eine Nachtschicht einlegen und dir dieses Video vorziehen. An alle, die bei SpinUp sind, wie gesagt, keine Panik, das ist überhaupt kein Problem, solange du weißt, wie du gut wechseln kannst. Und wie gesagt, schau in den nächsten Monaten auch regelmäßig mal wieder bei SpinUp rein, um dir deine übrigen Einnahmen auszahlen zu lassen. Viele kommen nämlich jetzt dann in den nächsten Monaten erst versetzt an. Das ist wie gesagt noch bis zum 19. Juli 2023 möglich. Das war mir jetzt einfach alles wichtig zu sagen, nicht dass hier irgendwie Panik auftritt und die Leute dann im Stress irgendwelche Fehler machen. Schreib mir wie gesagt gerne auch mal in die Kommentare, bei welchem Vertrieb du aktuell bist und wie zufrieden du damit bist. Und natürlich würde mich auch deine Meinung zu diesem Thema und der Aktion von SpinUp sehr, sehr interessieren. Lass uns da gerne mal austauschen in den Kommentaren, ich bin gespannt. Das war's jetzt aber erstmal wieder für dieses Video. Wenn dir das geholfen hat, dann lass gerne ein Like da und falls du Leute kennst, die bei SpinUp sind, dann leite ihnen natürlich gerne auch das Video weiter. Jetzt aber erstmal vielen Dank für deinen Support und fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden. Egal bei welchem Vertrieb.